Servus, liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind unterwegs, mythisch plussig mäßig. Wir sind unterwegs in Neltarions Hort. Eigentlich eine Inni, die ich ehrlich gesagt nicht so gerne mag. Aber was willst du machen? Ziel ist es nämlich, oder das habe ich mir noch vorgenommen, die für diesen Kanal ursprünglich angekündigte Season 2 Challenge mit dem Hunter. Bin ich jetzt mal ehrlich, ich kann es noch schaffen. Allerdings ist es unrealistisch, bin ich ganz ehrlich. Nehme ich auch auf meine Kappe an dieser Stelle. Da habe ich einfach, ja, hinten oder habe ich zu oft zu sehr reingeslackt und mir da nicht so Mühe gegeben. Ja, was willst du machen? It is what it is. Kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Aber was ich noch ändern kann und eigentlich auch möchte, ist die Tatsache, dass ich mit dem Paladin noch die 2000 Rating knacken könnte, wenn alles nach Plan läuft. Ich sag mal so, großartig was von kaufen kann ich mir davon nicht. Es ist jetzt kein gigasickes Überrating. Aber es gibt halt das Token, wofür ich mir ein T-Set kaufen kann. Und mein Pala hat jetzt Item Level 430, aber er hat halt zwei Slots, vor allem Schultern und Brust. Die sind noch sehr, sehr schlecht auf 402 bzw. 415, seht ihr hier. Und mit dem Token, ja, ich weiß, in der neuen Season droppt allein schon viel, viel besseres Gear, aber allein schon, um in die Season reinzustarten, ein bisschen besser, möchte ich diese Slots austauschen. Wahrscheinlich könnte ich auch einfach irgendwo in der neuen Zone dann questen und hätte wahrscheinlich dann auch, was war das Item-Level von dem Quest-Gear? Ich glaube 420 oder so und ist auch aufwertbar. Also selbst da könnte man schon was rausholen, aber ich hätte es gern vorher. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich das jetzt noch schaffe, habe ich auf 7 Chars 2000 Rating oder mehr geholt. Und dafür, dass ich zum Beispiel seit Wrath of the Lich King keinen Palatank mehr gespielt habe und so Geschichten, bin ich damit, oder wäre ich damit relativ zufrieden. Das ist meine Skillung. Wir haben 1806 Rating. Neltarions Hort und Uldaman sind meine schlechtesten Tyrannical Keys. Aber ihr seht zum Beispiel nächste Woche Neltar, oder diese Woche, wenn ihr dieses Video seht, Neltarus. Noch gar nicht gelaufen auf verstärkt Freihafen plus 2. Also da werde ich höchstwahrscheinlich darüber im Alleingang das Rating holen können. Aber da ich eh gern was für die Vault hätte in dieser Woche, dachte ich mir halt, komm, tut jetzt auch nicht weh, wenn wir den Key noch machen und dann machen wir das einfach. Ne? Und dementsprechend, deswegen sind wir hier drin. Muss aber auch ehrlich sagen, ich bin froh, wenn Neltarions Hort bald vorbei ist. Also dadurch, dass wir die Inni schon ein paar Mal am Start hatten. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr so richtig sehen. Es ist nicht die schlechteste Inni, aber wie soll ich sagen? Es ist wie mit deinem Lieblingsessen. Es gibt ein paar Sachen, die kannst du richtig, richtig oft essen, ohne dass es dir zum Hals rauskommt. Aber bei vielen Sachen, irgendwann ist dann doch mal der Punkt erreicht, wo du sagst, okay, jetzt schickt's mir. Und der Punkt ist für mich jetzt hier in Neltarions Hort inzwischen erreicht. Aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Oder Gag. Nein, 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 nein. Oh, Baby. Brudi. Warum funktioniert das hier nicht mit dem... mit dem Bubble Taunt? Also, deswegen ist mir gerade der Boss flitzen gegangen. Weil normalerweise verliert man ja da nicht die Aggro. Und auch bei Bossen habe ich sie nie verloren. Und jetzt auf einmal
Der Dude und die Ads gehen richtig El Pollo Loco. Interessant. Damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Hätte ich rechtzeitig reagiert, hätte ich beispielsweise auch dem Hexenmeister noch Hand of Protection geben können und so Geschichten. Aber das hat mich ehrlich gesagt auf dem falschen Fuß erwischt. Deswegen, ich bin sorry, war näher, oder ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das war definitiv nicht Teil des Plans. Mea culpa. Ja, keine Ahnung. Da hat er sich halt einfach mal umgedreht und hat gesagt, okay, den klatschen wir jetzt richtig an die Wand. Nun denn. Es muss ja auch ein bisschen Action passieren, ne? Das müssen wir ja auch sagen. Wo hat man denn 3 Tote bisher? Der eine jetzt, eben ist der Heiler einmal gestorben beim Trash. Aber sonst? Keine Ahnung. Und ja, ich weiß, das sind diese Lawine-Mobs hier, aber ich werde sie trotzdem spielen. Ich bin ehrlich, ich finde diese, wie soll ich sagen, ich finde es irgendwie angenehmer zu spielen, die Sachen, die eher auf dem Weg liegen, anstatt dann da hinten in diesen Teich zu dippen und sonst irgendwas. Von daher, wenn wir sie jetzt eh schon hier haben, nehmen wir sie mit. Und diese Woche ist tyrannisch, da sind die Dinger jetzt nicht ganz so schlimm. Und die Lawine warten wir jetzt ab, bevor ich einen Big Move mache. So. Heilen wir den einmal hoch. Und jetzt nehmen wir den ganzen Kladderadatsch mit. Ach, come on. Blöder Kackmob. 3, 2, 1. Nochmal Glück gehabt und alles eingefangen. Lief nicht hundertprozentig nach Plan, aber es ging noch. Ist bis hierhin nicht unbedingt mein stärkster Dungeon, aber gut. Ist wie beim Fußball, ne? Also irgendwann hast du halt mal eine Formschwäche, da kann man nichts machen. Man kann nicht immer durchperformen. Wobei die letzten Wochen habe ich eher nicht so gut performt, aber das weiß ja keiner. In der Theorie. So, jetzt klatschen wir den hier an die Wand. Das passt ganz gut. Da steht der nicht in der Pfütze drin. Die wieder zusammenziehen. Da haben wir noch eine Lawine. Und der wird jetzt auch so sterben, dass der nicht in der Pfütze steht. Das war ganz okay, würde ich behaupten. Dann die zwei. Ist mal ganz angenehm. Tatsächlich vergangene Woche, muss ich zugeben, hat mich der Trash echt ziemlich penetriert. Also auf Fortified habe ich doch recht ordentliche Schellen gefangen. Das war jetzt nicht so übernice. Hier ist es ein bisschen besser. So, wir fangen jetzt an zu moven. Komm. Perfekt, der hat keinen Tick abbekommen. Ich habe auch gesehen, im Lootpool der Innie hier ist auf jeden Fall ein Helm drin. Der würde mir schon durchaus weiterhelfen, bin ich ganz ehrlich. Da könnte ich. Brust wäre natürlich noch geiler, aber die droppt hier nicht. Aber so ein Helmchen wäre ziemlich nice. Auch das alles hilft. Jedes kleine Fitzel. So, hier müssen wir dann gleich natürlich drauf achten, ein bisschen sorgfältiger zu moven. Können wir jetzt schon mal anfangen. Allerdings die Dudes nicht so drehen, dass sie in die Gruppe schauen. 3, 2, 1. Da war tatsächlich der Knockback gerade sehr hilfreich. Hat mir definitiv beim Moven geholfen. So, den nehmen wir jetzt mit zu dem. Dann spielen wir erstmal die zwei hier. Gezackte Scheibe unterbrechen. Macht ein bisschen weniger Aua. Oh, sehr geiler Knockback. Sehr guter. Oder ist der zurückgejumpt? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Falls es ein Knockback war, der war saftig.
weil noch eine Sekunde auf meinem Stunt drauf war. Deswegen glaube ich eher, dass es ein Knockback war. Das sah zumindest so aus. So, und dich, Brudi, nehmen wir jetzt in die Brudis mit rein. 3, 2, 1. Gezackte Scheibe, habe leider keinen Stun. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen durchpumpen, oder wir nicht, der Heiler, lel. So, das können wir jetzt wieder stunnen. Oh, bisschen hier. Ist der andere tot? Ja, ist er. Perfekt. Das klappt tatsächlich überraschend gut gerade. Also, wir können mal auf die Gesamtdaten gucken. Aber die Heilung durch das Sekret, also die Blutpfützen, war bisher gar nicht so schlimm. Also, was das angeht, würde ich jetzt mal behaupten, war der dann bisher ganz okay. Habe ich auf jeden Fall schon schlimmer gesehen diese Woche, sagen wir es so. So, Ularok, da werden wir auf jeden Fall eine Zwischenphase bekommen. Das wird sich nicht ändern lassen. Aber ist jetzt auch nicht so super wild. Dafür sind wir eigentlich ziemlich gut unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. Nächster Boss wird halt nochmal ein bisschen kniffliger. Und beim Endboss muss ich halt aufpassen, dass ich den Boss richtig positioniere. Aber sollte mir das gelingen, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir hier einen guten In-Time-Run hinlegen werden. So, dem haben wir mal ein Handauflegen gedrückt. Der hat danach auch die Bubble vom Monk gekriegt. Aber better safe than sorry, würde ich jetzt mal behaupten. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Toll, der ist wieder aus meinem Bildschirm rausgeflitzt. Ich habe nicht aufgepasst. So, die attackieren den hier. Würde ich sagen, schließe ich mich einfach mal da an, ganz unverbindlich. Ich weiß natürlich, welcher Götze der richtige ist und wollte... Ah, perfekt, ich wusste es von Anfang an. Ich wollte nur testen, ob ihr auch aufgepasst habt. So, angeblich wird es sogar relativ knapp mit dem nächsten Schlag, aber würde ich oder sehe ich so noch nicht. Wir müssten eigentlich, naja, wobei, Zeit geht doch schneller vorbei, als man denkt. Jetzt einfach Full Fokus auf den Boss, scheiß auf diese Götzen. Durchhämmern, ah. Okay, das hilft natürlich nicht. Wir haben einen Retz. Den haue ich jetzt auch einfach raus. Come on, 5 Sekunden noch. Come on, come on, come on, come on. Close, aber hat funktioniert. Sehr schön. Hat funktioniert. Wunderprächtig. So, jetzt die Flitzpiepen da nicht pullen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich habe immer, wenn ich hier bin und über diesen Stein latsche, die Paranoia, dass ich es nicht drüber schaffe. Und die Pult, nein, die brauchen wir nicht. Da braucht man nicht hinlaufen. So, hier pulle ich jetzt extra nicht so viel dazu. Beziehungsweise bevorzuge lieber die kleineren Puls. Einfach... Keine Ahnung, Blutpfützen, Larve und so. Nicht, dass es da zu Komplikationen kommt. Wenn der Lauerer tot ist, dann holen wir jetzt die dazu. Das passt schon. Beziehungsweise da können wir es wagen. Sehr schön. Kick. Ich habe keinen Stun. Alter, wer hat das Ding denn wegdeleted? Oder der Monk hat's... Hat er Touch? Nee. Hä, das war... auf einmal tot. So, das hat auch sehr gut geklappt.
Und jetzt racen wir hier unten in die Dudes rein. Weihe, zack. Alter, 350k DPS. Lol. Ein richtiges Damage-Biest. Habt ihr das gesehen? Da ist richtig der Schaden eskaliert. Geil. Okay, der kriegt... Nein, der Vortex. Shit. Naja, nicht so schlimm. Waren nur 117k. Alles easy. Alles easy. Hat der Heiler Mana? Hat er? Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, deins. Let's go. Drei, zwei, eins, deins. Das wollte ich nicht drücken. Aber okay, wir geben den mal Sacrifice. Und heilen ein bisschen mit rein. Jedes bisschen zählt. Okay, hier wäre jetzt Bloodlust ganz geil gewesen. Kam gerade nicht. Da kam der Monk-CD. Hat die ganze Gruppe hochgezogen. Move, 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 move. Kann ich das eigentlich babbeln? Jo, kann ich. Lol. Easy. Und schnell wieder hin, dass kein Melee umgeklatscht wird. Ich finde diesen Boss manchmal recht unkomfortabel zu spielen mit diesen ganzen Giftpfützen im Melee-Bereich. Das nervt mitunter. Hand auflegen ist noch nicht ready. Heil mal so ein bisschen mit rein. Hakenzunge kommt. Five seconds. Sollte sich ausgehen. Und schnell wieder hin. Sehr gut. Und damit... Huh! Ich glaube, da habe ich den Hunter gerettet. Sah zumindest so aus. Close, aber wir haben es geschafft. Ohne Toten. Nice geheilt. Vom Heiler. Würde ich sagen. Mit Monk kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Mana sagt er, okay, gut. Aber es ist keiner gestorben. Und ich würde behaupten, wenn keiner gestorben ist, dann kann man sagen, dass der Heiler seinen Job erledigt hat. Und ja, das denke ich, können wir an dieser Stelle. So, Mana hat er. Komm, soll ich den noch? Ja, komm. No risk. No risk, no fun. Ich habe ja theoretisch noch Hand auflegen, falls einer braucht. Den Stun mal weg, den Dude. Dann ziehen wir jetzt hier ein bisschen. Dass keiner in der Pfütze steht. Uff. Das war close mit dem Monk, aber sollte ihm den Hintern gerettet haben. Okay, Glück gehabt, dass der da nicht drin stand. Da habe ich zu spät reagiert, aber ging sich nochmal aus. Das hat also alles geklappt. Fantastisch. Verzeihung, ich muss euch hier verlassen. Doch wisset, ich habe eure Taten mit Stolz verfolgt. Dann gehen wir hier rein. Ist in dieser entscheidenden Stunde in fähigen Händen.
Zerreiß sie! Gut, der Fuzzi hier stirbt ziemlich schnell. Komm, beweg dich. Sehr gut. Also ich bin tatsächlich relativ zufrieden damit, wie ich die Blutpfützen spiele. Also ich habe zwar hier und da nicht aufgepasst, aber ich würde trotzdem behaupten, dass die Heilung der gegnerischen Ads relativ niedrig war durch diese Pfützen. Pfützen. Habe ich das PF verschluckt, I'm sorry. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Jetzt stunnen wir den Dude nach, dass er keine gezackte Scheibe casten kann. Nehmen damit einiges an Damage raus, drücken dem Monk eine Heilung und jetzt fangen wir an zu moven. Zack. Ah, das ist schon satisfying, muss ich sagen. Fast wie ein Satisfier Pro. Habe ich gehört. Also, habe ich tatsächlich. Für Männer gibt es ja so Sachen nicht, aber wir schweifen ab. So. Lass mal den Heiler noch kurz... Ah ne, er schlürft Mana-Tee. Dann sollte es sich ausgehen. Und dann würde ich sagen, donnern wir auch einfach mal rein in den Dude. Gucken. Wo spawnen die Stachel? Oh, geil. Okay, die haben sie sehr gut gespawnt. Ed hat auch gepasst. Ich hätte mich bis ein Müh weiter nach links drehen können. Aber ich würde sagen, das war schon weitestgehend in Ordnung. Sehr schönes Ad. Hat gepasst. Perfekt. Also alles in allem, das muss man an der Stelle mal sagen. Die Gruppe gefällt mir. Ich will jetzt auch nichts zu hoch bewerten oder so. Aber wer hier regelmäßig reinschaut, der weiß, dass oftmals diese Keys im Bereich von 11 bis 16, finde ich, das sind eigentlich meistens die, die am schlimmsten laufen. Und deswegen... bin ich mit dieser Herangehensweise tatsächlich sehr zufrieden. Oder mit dieser Leistung viel eher. Nicht Herangehensweise. Okay, da machen wir so und dann drehen wir den Dude so. Und das müsste sich jetzt eigentlich aufgehen. I came. Er ist einfach perfekt in den Stacheln gespawnt. Kranker Tank. Da muss man sich auch mal selber loben. Finde ich. Jetzt habe ich wieder Pony für den Erdrutsch, dass der Boss sich nicht bewegt. Wobei es wäre wahrscheinlich auch so gegangen, wenn man ehrlich ist. Wir hauen einfach mal ein Sacrifice raus, einfach weil wir es noch können. Magma Wave. Gut, da habe ich einen Tick abgekriegt. Das ließ sich... Gut, ich hätte mich vorher ein bisschen besser positionieren können, aber who the fuck cares, wenn man ehrlich ist. Und jetzt sollte der Boss sterben, bevor das dritte Ad kommt. Und das tut er. Und damit war das ein ziemlich cleaner Run. Wie viel Score habe ich bekommen? 66, das ist tatsächlich ziemlich gut. GG. Ja, der Run hat durchaus Spaß gemacht, würde ich behaupten. Und ein Splitter von Rukmora 473. Das ist sogar gut. Das ist sogar ganz gut, das Trinket. Das kann ich anstatt des Alchemistensteins anziehen. Thanks, guys. BB. Also, sehr angenehme Gruppe, muss man an der Stelle mal sagen. Hat mir gefallen, das Trinket noch rausgezogen, das war auch gut. Werde ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht aufwerten können. Ich habe ja noch einen auf 418. Okay, wir gehen jetzt nochmal kurz zum Aufwerter-Boy. Aber auf jeden Fall, Trinket ist noch ein Slot, der unter 430 ist. Einer von, ich glaube, 4. Kopf, Brust und Amulett plus das eine Trinket. Von daher, das ist ganz nice. 41k DPS gezimmert. Sogar fast den Druiden geknackt. Also Pala DPS als Tank macht schon echt Spaß. Beziehungsweise den Schaden, den der Pala Tank macht,
so ist es besser ausgedrückt. Okay, wir können es nicht upgraden. Sehr, sehr schade. Aber wir haben jetzt einen Splitter. Den bums ich auch in dieses Trinket rein, weil das Teil ganz gut ist. Und dann ziehen wir es an. Ja, jetzt habe ich zwar zwei unused Trinkets, aber wenn ich ehrlich bin, das Fragment würde ich eigentlich gerne loswerden. Das spiele ich nicht so wirklich gerne als Tank. Naja, wie dem auch sei. Alles in allem, ihr habt es gehört, ich bin zufrieden. Wir haben jetzt 1872 Wertungen. Und wenn ich jetzt gucke, Neltaros habe ich 164. Wenn wir den noch gehen auf 16 nächste Woche, wo haben wir ungefähr 16 und 12? Habe ich das irgendwo? Es wird ungefähr wahrscheinlich dann so bei dem Freihafen-Score rauskommen. Wobei, ja, um die 250. Damit dürften wir für den Key, müssten wir dann so um die 90 bis 100 Punkte bekommen und dann noch einmal hier Tiefenfuhl plus 2 scheppern oder so auf plus 16 und dann müsste es reichen. Also zwei Dungeons nächste Woche, dann sollten wir Gucci sein. Also, ich danke euch fürs Zusehen, lasst sehr gerne ein Abo da, bis zum nächsten Video und reingehauen.